Name ist Dominikus Welleber. Ich bin 31 Jahre alt, studiere Automatisierungstechnik, berufsbegleitend und bin wohnhaft in Graz. Der typische Studienalltag läuft wie folgt ab. Am Anfang bin ich normalerweise noch in der Firma. Das bedeutet, ich komme um 13 Uhr circa auf den Campus. Um 13.45 Uhr beginnen die ersten Lehrveranstaltungen. Das bedeutet, vorher gibt es noch ein kleines Meet and Greet mit Kaffee und Kuchen mit meinen Kollegen und danach werden wir uns schon wirklich ins Getümmel hineinhauen und den Lehrveranstaltungen folgen. Meine Lehrveranstaltungen sind meistens so aufgebaut, dass der Lektor oder die Lektorin am Anfang eine kleine Einführung über die ganze Stunde gibt, was wir machen, wo haben wir vorher aufgehört. Das heißt, wir gehen ein kleines Review durch, wir diskutieren meistens auch mit den Lektoren und danach fängt der Lektor an, seinen vorbereitenden Lehrplan durchzubringen. Meine Pausen gestalte ich meistens so, dass wir so schnell wie möglich aus dem Lehrsaal flüchten. Danach wieder zum Kaffee oder bei späterer Stunde vielleicht ein Gläschen Wein oder Bier und mit meinen Studienkollegen zusammen ein Pläuschchen über die letzten Lehrveranstaltungen halten. Mein Lieblingsort ist eigentlich die Cafeteria im Wifi-Gebäude, wo wir die meisten Lehrveranstaltungen haben. Graz als Studienort gefällt mir sehr gut, da es eine sehr große Studentenstadt ist, für Österreich gesehen. Man hat sehr viele Kollegen im gleichen Alter, mit denen man auch außerschulische oder Universitätsaktivitäten machen kann. Es gibt eine Vielzahl an künstlerischen Aktivitäten, sportlichen Aktivitäten sowie Freizeitaktivitäten.